unseren kurzen Ausflug nach Teheran, ähnlich wie er begonnen hat, im Smog und im Terrorverkehr, allerdings in einer anderen Stadt, in Gorgan. Wir sind mit dem Nachtzug hier hingefahren, gegen 9 angekommen und versuchen jetzt noch vor der Mittagshitze der Stadt zu entkommen. Der Smog ist übel hier, mag aber auch an der Temperatur liegen. Außerdem ist es schwül. Ja, und wir freuen uns schon auf die nächste Mittagspause. Bringt auch ein großes Schlabberhemd nicht. Wie man sehen kann, schwitzt Lena geringfügig. Wir haben die nächsten Fernradler gefunden. Diesmal ein deutsches Pärchen vom Bodensee, Antonia und Daniel. Und die sind auf dem Weg nach Indonesien. Und zwar mit dem Tandem. Witzig. Und Lena freut es ganz besonders, endlich mal ein Pärchen getroffen zu haben. Nicht nur irgendwie Kerle oder Einzelgänger. Selfie time again. Lena lässt das Babysitten einfach nicht los. So, Lena kriegt das nächste Baby in die Hand gedrückt. Mittlerweile umzingelt von vielen, vielen anderen Leuten. Foto, Foto, Foto. Say hello. Winken. Tamam. Die berühmten iranischen Wildschweine warten auf trockenes Brot oder Ayran, Kebab gerne auch. Die kleinsten kriegen es von der, wie heißt sie, Sau beigebracht. Immer schön an den Straßenrand gehen und Brotkrumen vom Touri abgreifen. Es wird gegrunzt und gequiekt. Und Lena holt alles Brot heraus, um den Ganzen noch zu unterstützen. Thank you. Chai kriegen wir auch angeboten, am Straßenrand. Und gefilmt und begafft werden wir genauso wie die Wildschweine. Zum Glück versteht mich niemand. Ready. Come on, Bunny.
Wir sind auf einem Rastplatz in einem Nationalpark und am Abend vorher waren hier noch deutlich weniger Autos und überhaupt keine Zelte zu sehen. Dann hatten wir uns entschieden, da hinten in die Berge zu fahren, etwa einen Kilometer entfernt, unser Zelt dort aufzuschlagen. Ja, und des Abends kamen dann noch zwei Jungspunde auf ihrem Moped, hatten verständnislos geguckt und jetzt zeigt sich auch wieso, weil alle anderen hier zelten und nur der dumme Turi da irgendwie in die Wildnis geht und sich dem Wolf ausliefert. Es ist unglaublich, wie einfach in jeder Ecke irgendwelche Zelte stehen. Alle haben das gleiche Zelt, nur in unterschiedlichen Farben. Es ist kurz vor 6 Uhr, hier erwacht langsam das Leben. Lena wird langsam warm, weil die Sonne rauskommt. Und jetzt geht's weiter, immer Richtung Maschat. Wir werden gefilmt und müssen anhalten. Hallo. Hallo. Kaum angehalten, gesagt, Alman, gibt es auch schon einen Chai. Und Schatten. Und Schatten. Schatten von einem riesigen Heuberg. Es gab Chai, jetzt muss ich hier rum mit meinem Rad. Ach so. So, unser Wasservorrat. Eisklötze. Reli Rube. Jetzt gibt es auch noch gefrorene Gurken. Und kaltes Wasser. Zufrieden. LKW-Fahrer, thank you. Ich weiß nicht, ob es jemals schon so anstrengend war wie heute. Körperlich vielleicht schon, weil die Steigungen länger und steiler waren. Aber mental ist gerade der Horror. Übler Gegenwind und bergauf. Die Sonne und Wärme ist gar nicht so das Problem. Ich habe schon Kopfhörer in den Ohren. Nicht, weil ich Musik höre. Dann, weil mir der Wind, der mir durch die Ohren pfeift, dermaßen auf den Sack geht, dass ich Kopfschmerzen davon kriege. Lena hat heute offenbar gut gefrühstückt. Es ist selten, dass sie mal schneller ist, aber aktuell hink ich tüchtig hinterher. Zum Glück ist der Berg, zumindest dieser, fast geschafft. Willkommen zu einer neuen Folge Rollen statt Treten. Heute Iran.